Wir wollen ja auch, dass es Dave und Dominik daheim in getrennten Wohnungen, Neubau, Erstbezug gut geht und dass sie auch ja ihren Strom und ihre Heizung bezahlen können, jetzt gerade zum Oktober. Dave und Dominik, Kuss und Gruß geht raus an euch. Deswegen schauen wir doch erstmal ins neue Video von Nico rein. Philosophisches Geiles Dilemma. Projekt. Let's go. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Yes, Alter, ich bin zurück aus dem Urlaub und jetzt gibt's wieder so geile Video. Ja, tut alle voll weh. Guten Morgen, guten Mittag oder auch. Ich hoffe, ihr hattet eine absolut beschissene Zeit, während ich weg war. Das letzte Video geschnitten von keinem geringeren als Sascha. Kuss geht nochmal raus an den Bruder. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Die Schnittqualität ist ab sofort wieder auf niedrigstem Niveau. Perfekt. Es gibt ja Leute auf dem Planeten, die sind etwas weniger intelligent. Dazu gehöre wahrscheinlich ich. Es gibt aber auch Leute, die probieren extrem intelligent zu klingen. Also das heißt, man könnte anhand von verschiedenen Frequenzzuständen, die man per EEG misst, daraus ableiten, welche Neurotransmitter-Ausschüttungen gerade stattfinden. Jetzt habe ich... Junge, und ich sage euch eins, das war von Tim noch eine relativ normale Aussage. Das war von Tim noch so normal, das ist dann dieses Level so, Bro, hä, das hast du jetzt nicht verstanden? Hä? Neulich einen Beitrag hier auf TikTok entdeckt. Was war eigentlich zuerst, die Henne oder das Ei? Dieses philosophische Dilemma ist sicherlich den meisten bekannt. Und weitergedacht zielt diese Frage auf die Grundfrage unseres Seins ab. Das Ursache-Wirkungsprinzip ist eines der grundsätzlichsten Gesetze der Physik. Schnapp dir eine Ibuprofen und trink dir richtig einen rein. Unter anderem berufen sich die Aristokraten im 17. Jahrhundert auf das Dilemma zurück. Warum könnte man denn nicht schon um 11.30 Uhr den ersten Tornado entwirbeln? War schon wieder nicht schlecht. Dieser Tornado aus dem Nichts-Joke wird aber auch nicht alt. Das ist es. Um die Gesamtsituation ein wenig zu erfrischen, möchte ich euch jetzt einfach einen Clip... Bro, was passiert hier? Was ist hier passiert? Wo war die Pointe von ihr? Ein Sinn. Das ist es. Ich persönlich bin etwas verwirrt von den Werbevorschlägen, die mir... Ich sage euch jetzt mal eins, ja. Ich will hier nicht schon wieder auf diese emotionale Schiene kommen, mit mir geht's nicht gut und so weiter und so fort. Will ich nicht. Aber ich sage euch eins, man kann über Jeremy halten und sagen, was man will, aber der Typ hat eine Lebensenergie. Die habe ich in meinem gesamten Leben bis jetzt, wenn man die zusammenpackt, nicht ansatzweise erreicht auf dem Level. Das ist krank, Mann. Der Typ ist so High Energy und manchmal wünschte ich mir auch, ich hätte für einen Tag diese High Energy, einfach nur um zu gucken, was passiert. Einfach nur um zu gucken, was passiert. Weil meine Energy ist so, ah, Bruder, irgendwie gerade... Nö, ich hab keinen Bock, alles kacke so. Wisst ihr, was ich meine? Von damals, Schulzeit bis jetzt. So ein fauler Hund einfach. Und er ist so, meint ihr, es ist Kuck? Dann hab ich nichts gesagt. Dann scheiß drauf. Dann einfach streichen, was ich gesagt habe. Einfach streichen, weil... ...mir auf TikTok gemacht werden, denn... Are you single, Muslim, and looking to date? Well, look no further. Hawaii is here to help. Gut, dann würde ich mal sagen... Das ist halt so, und der, wo das nicht macht, inshallah, so Gott will... Der muss halt in der saure Apfel beißen. Liebe Leute, und ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir von einem produktiven Tag reden, da hast du noch eine zweite Terrasse an der... Ist es nicht traurig, dass dann inshallah so jetzt mehr oder weniger so vermimt wurde? Eigentlich voll die krasse Message drin, so inshallah. So, weil ich saß auch mit meinem Opa vor über einem Jahr mal am Essenstisch oder so, oder vor einem Jahr, und da hat er auch inshallah gesagt. Und ich war so, oha, Bruder, wie der haut es raus. So, ich war so mäßig am Grinsen, aber eigentlich ist es doch... Wisst ihr? Ach, scheiße. Ja, egal. Nee, komm, passt. Passt. Bin dann daraufhin auch erstmal zum Amt gefahren und hab noch in meinen Pass eintragen lassen, dass ich türkische Wurzeln hab. Haus hingebaut oder Leute haben ein gesamtes Auto restauriert. Ein produktiver Tag kann aber auch arabische anders aussehen, wie zum Beispiel hier. Leute, ich hatte heute echt einen produktiven Tag. Ich habe unter anderem auch noch 5 neue TikToks hochgeladen, deswegen... Schaut da gerne mal vorbei. Es ist der an einem einzigen Tag mit neuen TikToks hoch. Es ist so geil. Und das ist dieser Kreislauf. Leute, die normal einfach einen normalen Beruf haben, machen sich über uns lustig. YouTuber, Streamer, die sagen, die gehen nicht arbeiten. Wir denken so, wir sind voll am Hustlen. Und wir machen uns dann ganz zum Schluss über die TikToker lustig oder über die Leute, die nur Instagram machen und sagen, wir hatten einen harten Tag. Das ist so ein Zyklus. Beste. Einfach Beste. Ja, ich habe gerade noch 5 TikToks aufgenommen. Ich wollte heute Bilder machen für mein Instagram. Das Dilemma ist sicherlich den meisten bekannt. Das ist es.
alles klar. I'm not sure if you're aware, but I'm rich. Ja. Stupid rich. Was steht da? Me after I have a TikTok, do well. Ach so, das steht da also. I'm rich. Stupid rich. That's a pimp. Endlich mal guter Content, Leute. Meine Güte, wurde aber auch allerhöchste Eisen. Weiß ich nicht. In einer Zeit wie heute ist es wichtig, den Leuten... War der TikTok von Nico für dich? Ja, ist die für dich, Page. In einer Zeit wie heute ist es wichtig, den Leuten da draußen eine Vorbildfunktion zu zeigen und mit Dingen wie Alkohol oder Zigaretten oder sonstigen Sachen einfach vorsichtig umzugehen und den Leuten da draußen zu suggerieren, Leute, das solltet ihr... Suggerieren? Ja! Digga, nur weil einmal Tim im Video vorkommt, wie ist das Wort suggerieren? Nicht tun. Mir schmeckt das Rauch. Ich mag das, abends in einem Restaurant zu sitzen, eine frische Schachtel Zigaretten zu haben. Den Geschmack, ich mag den Geruch, ich mag, wenn ich nach Rauch rieche. Ich mag doppelt zu inhalieren, ich mag es. Am liebsten habe ich zwei an. Es ist ehrlich passiert. Es ist sitzen, eine frische Schachtel Zigaretten zu haben. Den Geschmack, ich mag den Geruch, ich mag, wenn ich nach Rauch rieche. Ich mag doppelt zu inhalieren, ich mag es. Am liebsten habe ich zwei an. Abgesehen davon habe ich noch gute News zu verkünden. Und zwar Hard. Glaube ich persönlich, dass ich das nächste Nachwuchstalent im Bereich Rap ausfindig machen konnte. Okay, ich bin gerade in Paris. Aber warte. Ich bin gerade in Dubai, doch ich fahr Ferrari. Guck, wie sie aussieht, wie eine Barbie. Ich will nach Bali, ich nenn sie Mami. Und wenn sie nach Hause kommt, will sie nur Papi. Digga, es ist echt. Mit sich selber zufrieden sein oder sich selber zu lieben, ist doch rein prinzipiell nichts Falsches. Ne, würde ich auch sagen, es ist wichtig, gehört dann auch so ein Stück weit zum Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist eigentlich eine positive Ausstrahlung und man hat es damit auf jeden Fall ein bisschen leichter. Aber von sich selber aus zu sagen, ich bin hot im Internet, schwierig. Schwierig. Das hätte zum Beispiel, das hätte die Sarah nicht gemacht, die Sarah Jess. Was, habe ich nicht gerafft? Sascha rafft es einfach überhaupt nicht. Was, habe ich nicht gecheckt? Habe ich es nicht gecheckt? Habe ich den TikTok nicht verstanden? Bitte sag mir nicht, dass ich den TikTok nicht verstanden habe. Wenn jemand sagt, ich liebe Sushi, findet sie das hot. Warum? Warum schreibt sie das einfach? Warum? Ach so! Ach so! Bro, warum muss man für den TikTok studiert haben? Ey, jetzt mal ehrlich, Chat. Das ist schon jetzt auf höherem Niveau gewesen. Ehrlich. Ehrlich. Ey, Dave, Dominik, da setzt man auch einen Cut. Da setzt man auch, vergesst die letzten 2-3 Minuten. Da setzt man einen Cut. Bro, ich schwöre, und ich wundere mich doch, wie kann das so zusammenhangslos sein mit ich liebe Sushi, ich bin hot. Ich denk so, hä? Bro, ey, das ist wirklich, dann kann man das auch besser umschreiben. Und es ist auch immer dasselbe, weil warum müssen immer, wenn ich Nico seine Videos anschaue, warum muss immer sowas passieren? Nico selber hat ihn nicht mal gerafft, ich schwöre. Nico selber hat diesen TikTok nicht verstanden. Wir können jetzt Nico anrufen, er wird ihn uns nicht erklären können. Hat er Besuch? Ja, gut. Ja, ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass Nico nicht rangegangen ist, weil er meinen Namen auf dem Bildschirm gesehen hat. Ich glaube, das liegt an was anderem. Was? Leute, wenn euch die Episode nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Rohrschlag durch. Und falls ihr diesen Channel nicht abonniert habt. Chat, die Erklärung ist, laut Yushi, dass wenn jemand sagt, ich liebe Sushi, sie quasi, wie als ob sie wie eine Fata Morgana sehen würde, an den Augen reibt, die Augen aufmacht und dann die Person sagt, die ich liebe Sushi gesagt hat, ich bin hot, weil sie das danach versteht. Rein theoretisch könnte jeder Mensch jetzt zu ihr ins Gesicht sagen, ich liebe Sushi und sie versteht dann, ich bin hot, weil sie liebt halt auch Sushi und dann ist es halt so, so kommt man dann, das versteht sie halt darunter, okay? Deswegen, aber es ist wirklich ein Zusammenhang, der ist, keine Ahnung, wie wenn ich jetzt Banane sag und jemand sagt zu mir,
Schraubenzieher. Es ist einfach zusammenhangslos. Wer kommt aus? Ich weiß es nicht. Ich hab's ja auch nicht verstanden. Warum schreibt jetzt Fragezeichen? Komm, lass das mal. War so, wie es Yoshi beschrieben hat. Das war doch richtig jetzt, oder nicht? Ey, scheiß drauf. Scheiß drauf. Den Daumen jetzt in den oberen Ohrschlag durch. Und falls ihr diesen Channel nicht abonniert habt, dann habt ihr nochmal Glück gehabt. Ja, und liebe Leute, in diesem Sinne, ich geh jetzt kacken. Hilfiger oder Lacoste-Hemden auch okay? Oder ist Ralph Lauren besser? Ja, es ist okay. Gelegentlich, ne? 1 bis 2 Tage die Woche kann man mal sowas einstreuen, aber ansonsten sollte da schon der Leiter drauf sein. Digga, okay. Alright. Weird Flex, das lässt du die TikToks mit mobilen Daten guckt. Alter, hat der nicht unendlich Internet? Bro, was ist das denn? Hat der Aldi Talk oder was? Muss er für 15 Euro an der Kasse aufladen? Schwierig. Yo, Ichi. Jo, Mari, was läuft? Was läuft, oder? Ah, ein bisschen am Sofa chillen, gerade was gegessen. Geil, oder? Wie bei dir? Ah, ich bin gerade noch am Stream, oder? Ja, chillig. Ja, ich habe mal eine kurze Frage, ja? Ja. Bei deinem TikTok-Video, ja, der allerletzte Clip mit dem Girl mit I love Sushi, nee, ich liebe Sushi, ich bin dort. Kannst du mir den Clip erklären? Ich kann ihn dir nicht erklären, ne? Du kannst ihn nicht erklären, okay, pass auf, Bro. Ich kann ihn dir erklären, weil jemand aus dem Stream-Channel hat ihn für mich erklärt. Okay. Sie sieht jemanden, angenommen, sie trifft sich mit dir, okay? Und du sagst zu ihr, ich liebe Sushi. Dann, wenn man sich an den Augen reibt und die Augen wieder aufmacht, dann ist ja meistens, weil man denkt, man hat sich verguckt so. Und man sieht dann halt die Realität oder so mäßig, was von, weißt du, was ich meine? Und sie denkt sich dann einfach, wenn du zum Beispiel sagst zu ihr, ich liebe Sushi, denkt sie sich, dass du gesagt hast, ich bin hot, weil sie auch Sushi liebt. Lol, niemals. Doch, das ist es. Das ist es. Ach du Kacke. Alter, schreibt nein. Doch, Chat, das war's. Und du hast Yoshi geschrieben. Habe ich es gerade falsch erklärt? Ja, was hast Yoshi geschrieben, ja? Nein. Der Chat schreibt gerade, dass ich es falsch erklärt habe. Yoshi, bist du noch da? Nein, ich habe es doch jetzt richtig nochmal erklärt. Nee, ist richtig so, oder? Hat gepasst. Ja, aber Sascha, jetzt mal ganz kurz, warte mal. Ja? Ist doch eigentlich völlig egal. Viel wichtiger ist doch, wer ist die Chick? Okay, Dog, ey, ich habe es jetzt erklärt. Viel Spaß noch auf dem Sofa, ja? In diesem Sinne. Grüß Sarah von mir. Grüß Sarah von mir. Alles klar, ciao. Er weiß nicht, welche Sarah. Er hat keine Ahnung, welche Sarah. Er weiß es nicht. Ihr Name war Sarah, oder? Ich habe keine Ahnung.